Hi meine Lieben, willkommen zurück zu meinem Kanal, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin Jessie und heute habe ich eine Buchrezension zu einem Buch für euch, das mich sehr überrascht hat, das mir sehr gefallen hat und das auch in ein Genre fällt, mit dem ich eigentlich nicht so viele Berührungspunkte habe, und zwar ist es christliches New Adult. Da gibt es schon einige Bücher in dem Bereich, aber es war für mich immer so ein bisschen zu dramatisch und zu viel Liebe irgendwie, was ja auch der Grundstein von New Adult ist, aber es hat mir einfach nicht so gut gefallen. Und dieses Buch, was ich euch heute vorstelle, ist ganz anders als New Adult, wie ich es bis jetzt gelesen habe, im christlichen Bereich, und zwar ist es sehr, sehr viel lockerer, leichter und heiterer und an vielen, vielen Stellen auch sehr witzig. Und zwar geht es um das Buch Erdnussflips statt roter Rosen von Johanna Linnea Sand. Das ist ein Buch, ja, es ist nicht sehr dick, ich habe es hier, also man kann es echt an einem Stück durchlesen, wenn man Zeit hat, mal über so ein Wochenende hinweg oder so. Und es ist ein Buch, das mich sehr überrascht hat, weil es, ja, aus gleichen Teilen irgendwie an Witz besteht, an realem Leben sozusagen, aber auch da steckt ganz, ganz viel Tiefe drin, viel Charakterentwicklung, und der christliche Glaube, der wird nicht nur so angeschnitten, sondern der ist wirklich präsent und auch in den Leben dieser Menschen sehr, sehr klar und deutlich zu sehen. Und das fand ich sehr erfrischend, weil es ist nicht immer bei christlichen Büchern so, dass man wirklich auf Anhieb versteht, dass es christliche Bücher sind, und hier wurde es ja ganz, ganz klar gemacht sozusagen, und das fand ich echt cool. In dem Buch, ja, geht es um Lena. Lena ist 30 Jahre alt, sie ist Lehrerin und sie ist Single. Und sie ist Christin. Genau. Und Lena, ja, ist eben Single, und es ist für sie so ein, ja, das große Ding in ihrem Leben, was sozusagen noch fehlt, was noch nicht in die richtige Richtung gesetzt wurde. Sie ist in der Freundesgruppe, in der sie ist, die Einzige, die Single ist. Und ja, in der Gemeinde gibt es auch nicht mehr so ganz viele Leute in ihrem Alter, die noch keinen Partner haben. Da kommen auch immer wieder irgendwelche Omis auf sie zu und sagen ihr, dass sie halt zu wählerisch ist. Und ja, irgendwie denkt Lena, liegt es an mir? Bin ich zu, habe ich zu hohe Ansprüche? Oder was ist im Prinzip das Problem sozusagen, ne? Und ja, dieses Single-Dasein, das bestimmt eigentlich Lenas Leben, weil sie lebt so ein bisschen auf Pause. Also sie hat eine schreckliche Wohnung, will aber nicht ausziehen, weil sie sich denkt, was ist, wenn mein Partner in der Zukunft die Wohnung vielleicht nicht gut findet. Oder sie würde eigentlich gerne gut kochen, aber sie macht es halt nicht, weil für eine Person alleine sagt, sie will sie nicht kochen. Und ja, es ist immer so ein bisschen auf Pause. Ihr ganzes Leben ist auf Pause, und sie kann irgendwie nicht so richtig anfangen, die Dinge zu genießen. Es ist aber nicht so, dass Lena irgendwie so eine missmutige Person wäre oder anstrengend zu mögen. Sie ist eine Person, die sehr liebenswert ist, und das ist auch eine ganz, ganz große Stärke von dem Buch. Und zwar ist es in der Ich-Person geschrieben und es ist in der Gegenwart geschrieben. Also als ob wir sozusagen in jedem Kapitel uns gerade dort befinden. Und das finde ich so cool und so erfrischend. Ich bin das von Büchern nicht so gewohnt, weil ich oft historische Romane lese, und da ist es eben nicht so. Aber ich habe gemerkt, wie cool das ist und wie, ja, wie einfach es ist, irgendwie das Buch auch zu lesen. Also man fliegt echt durch die Seiten. Und in dem Buch ist es eben auch so, dass man nicht nur den Plot sozusagen liest, sondern man liest auch oft Lenas Gedanken. Und es gibt echt Situationen, in denen ich echt laut gelacht habe, weil Lena ist einfach sehr liebenswert und sie ist nicht auf den Kopf gefallen. Und einfach eine Person, wo man sich denkt, ey, in dieser Situation war ich auch schon mal. Und diese Peinlichkeit kann ich gerade echt nachvollziehen. Also das Buch ist wirklich sehr, sehr witzig. Man muss oft schmunzeln, aber es geht auch in die Tiefe. Lena hat eine beste Freundin. Die Freundin heißt Laura. Und sie ist die Person, die immer wieder, ja, Lena gute Ratschläge gibt oder ihr so ein bisschen weiterhilft. Sie ist halt selbst verheiratet und hat auch ein Kind. Sieht also die Situation von einer anderen Seite so ein bisschen. Und ja, ist sozusagen jemand, die verstehen sich ohne Worte. Die sind schon seit vielen, vielen Jahren befreundet. Und es ist auch eine sehr, sehr wichtige Person in dem Buch. Und auch die Nebencharaktere, da ist noch ihr Bruder und auch noch ihre Freundin, das sind auch Menschen, die Vielschichtigkeit haben und die nicht irgendwie nur so im Hintergrund vor sich hin dümpeln, sondern auch zu dem Plot wirklich was dazu beitragen und auch sehr, sehr liebenswert sind und auch sehr interessant sind. Also es geht jetzt hier nicht nur um Lena, sondern auch der Rest der Charaktere entwickelt sich so ein bisschen weiter. Und das fand ich echt cool in dem Buch, dass es nicht nur um eine Person geht sozusagen, sondern um viele verschiedene Personen, die irgendwie alle mit Lena zu tun haben. Und jetzt ist es eben so, dass Lena das Single-Dasein oder eben das Ende des Single-Daseins, die große Liebe, auf eine ganz, ganz große Glocke hängt. Ihr Lieblingsfilmgenre ist romantische Komödie, und alles dreht sich irgendwie so ein bisschen darum, als ob sie endlich richtig ausatmen kann, wenn sie denn jemanden hat, ne? Und ihr Glaubensleben leidet auch so ein bisschen darunter, weil sie sich von Gott eben, ja, vernachlässigt fühlt, im Stich gelassen fühlt und irgendwie schon so ein bisschen Angst hat, dass sie nicht die Auserkorene ist, die für immer Single sein muss und irgendwie, ja, dann für Gottes Reich arbeiten muss. Und das will sie eigentlich überhaupt nicht. Also sie wünscht sich schon sehr, sehr starken Partner. Und ist es ja auch nicht Schlimmes eigentlich dabei, aber für Lena ist das ganze Leben auf Pause einfach so. Und
ja, wie gesagt, ihr Glaubensleben leidet darunter und dann eines Tages wird sie in den Gottesdienst eingeladen und da ist eben eine Person, die von ihrem eigenen Leben erzählt, dass es auch was gab, wo einfach eine Sache wie so zum Götzen wurde sozusagen. Eine Sache, die den Alltag bestimmt hat, die die Laune bestimmt hat, die aber überhaupt nichts mit Gott zu tun hat im Prinzip und die einfach auf so einem hohen Podest stand irgendwann, dass es das Leben dieser Person echt vereinnahmt hat und dann ja, im Prinzip, wie diese Person sich davon abgewendet hat und was sie daraus gelernt hat. Und für Lena ist es dann so ein Eye-Opening-Effekt, wo sie einfach merkt, dass dieses Streben nach Liebe irgendwo, dieses Streben nach einem Partner, nicht das Be-all-end-all für sie sein kann und soll. Und dass es auf keinen Fall ihre Beziehung mit Gott auch beeinflussen darf, was es ja getan hat. Sie hat ewig nicht mehr wirklich in der Bibel gelesen oder die Sachen sind nicht in ihrem Herzen so angekommen. Und ja, sie hat selbst auch sehr darunter gelitten, weil sie sich irgendwie so gefühlt hat, als ob ihr was fehlt, ne? Und diese Person, die Predigt dieser Person hat sie dann einfach aufgeweckt und hat gemerkt und sie hat dadurch gemerkt, dass eben doch nicht alles ist, was es im Leben gibt. Und da fängt eine ganz, ganz interessante Veränderung in Lenas Leben an. Das passiert schon relativ am Anfang vom Buch, deshalb erzähle ich euch das jetzt auch hier, weil dann die Charakterentwicklung, dann was mit Lena passiert, was mit ihrem Glaubensleben passiert und auch mit den Leuten um sie herum eigentlich so die Geschichte ist. Also es geht natürlich auch um Lena als Person, die sehr, sehr einfach ist nachzuvollziehen. Also sie ist sehr sympathisch, sie ist sehr authentisch. Aber auch einfach um diesen Gedanken von, hey, wenn du jetzt Single bist, und da geht es in dem Buch drum, da geht es wirklich stark darum, wenn du jetzt Single bist, egal auch wie alt du bist, Liebe ist nicht das Endziel deines Lebens sozusagen, sollte es auch nicht sein. Und das ist eine sehr, sehr coole Message, finde ich. In dem Buch geht es noch um viel, viel mehr, das will ich natürlich jetzt nicht spoilern, aber das ist so eine Sache, die ich einfach sehr erfrischend fand, weil es ist ein New Adult Buch und man denkt eigentlich, okay, dieses Thema Liebe, ja, wird an die große Glocke gehängt, weil das ist der Plot, aber es ist eigentlich nicht so. Und das finde ich echt cool, weil ich glaube, dass viele junge christliche Frauen sich auch in dieser Situation wiederfinden und vielleicht eins zu eins auch die Situation, gerade mit diesen Omis in der Gemeinde oder so, erlebt haben, dass man sich einfach denkt, ey, und jetzt kann ich was daraus lernen. Also man kann durch Lenas Leben und durch Lenas Erfahrungen selbst gute Erfahrungen machen. Das fand ich in dem Buch echt cool. Wem würde ich das Buch empfehlen? Ich würde es einfach Leuten empfehlen, die auf jeden Fall, wenn man selbst in der Situation steckt, das heißt, wenn man Single ist, Christ ist und einfach irgendwie die Nase voll hat, dann kann ich dir das Buch echt empfehlen, weil du wirst staunen und schmunzeln und sehr, sehr viel an Weisheit gewinnen auf jeden Fall, aber auch einfach Personen, die Lust haben auf eine witzige Geschichte. Also wie gesagt, ich habe echt öfters laut gelacht, ich habe geschmunzelt. Es gibt Charaktere darin, die einfach witzig sind. Lena hat einen kleinen Neffen und so wie er spricht, so wird es auch immer abgedruckt. Also es ist total witzig zu lesen. Es ist sehr relatable, was ich echt cool finde. Es ist ein Buch, das sehr modern ist. Es ist nicht nur am Cover und ich muss sagen, ich liebe dieses Cover. Hätte ich ein Cover designt, es würde genauso aussehen. Ich liebe es. Also das ist immer sehr, sehr wichtig, dass es auch optisch schön aussieht, finde ich. Aber es ist ein Buch, das ich einfach jedem empfehlen kann, der eine gute Zeit haben will beim Lesen, entertained werden will, aber auch ja eine tiefgehende christliche Geschichte einfach lesen will, weil wirklich der Glaube ganz, ganz oben steht. Es werden auch immer Verse zitiert oder Menschen aus Lenas Leben geben ihre Verse mit oder Bibelstellen, die sie lesen soll. Also es ist wirklich ein Hauptaugenmerk des Buches und das finde ich immer richtig cool. Also Hut ab. Mich hat das Buch echt überrascht. Es hat mir Spaß gemacht zu lesen. Es ist ein wunderbares Buch, was man irgendwie ja im Sommer vielleicht auf der Hängematte lesen kann, aber auch generell fand ich es einfach, es ist feel good und es ist witzig und es ist aber auch sehr, sehr viel dabei, wo man was lernen kann, wo man auch ja für sich selbst was mitnehmen kann. Also mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, die Autorin kommt noch mit mehr Büchern raus, weil man hat echt gemerkt, dass sie vielleicht schon selbst in der Situation gesteckt hat, weil einfach Lena als Person, als Charakter so on point war, dass vielleicht die Autorin selbst irgendwie die eine oder andere Situation schon miterlebt hat und da aus ihrem eigenen Leben was erzählt hat. Das ist echt gut gemacht. Es ist ein Buch, das glaube ich noch nicht so viele kennen. Ich habe es jetzt auf Bookstagram noch nicht so oft gesehen, aber ich kann es euch wirklich empfehlen. Es hat mir so gut gefallen und es hat dieses Genre New Adult für mich irgendwie befreit von so einem Stigma. Und zwar so wie New Adult in diesem Buch gemacht wird, christliches New Adult, so könnte es doch eigentlich immer sein. Dann würde ich es auch sehr, sehr gerne lesen. Also mir hat das Buch auch sehr gut gefallen. Ich hoffe, es war für euch interessant. Vielleicht kennt ihr das Buch noch nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Buch euch zuletzt einfach überrascht hat. Also bei welchem Buch ihr vielleicht dachtet, vom Einband her oder von der Geschichte her, dass es ja eigentlich nichts für euch ist. Und ihr habt vielleicht mal reingelesen und dann gemerkt, ey, das ist total mein Ding. Das wird mich sehr, sehr interessieren, weil ja manchmal gibt es verborgene Schätze und man freut sich umso mehr, wenn man sie dann entdeckt.
Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Restsonntag, einen wunderschönen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!